Du nicht. Was jetzt? Und eins. So Oh, noch nicht. zwei Stück. Ernsthaft? Du kriegst heute leider keine Torte von mir. So, jetzt noch mal probieren hier. Aber das hat doch schon mal besser geklappt als die Versuche eben. Jetzt ist mein Tiger trotzdem weg. Das ist aber vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Dann könnte ich vielleicht mal so ein Der ist doch paar gerade wieder Sprites fertig. knüppeln. Habt ihr das schon mal gespielt mit Das erste diesem Mal, wenn man zwei. Sorcery-Gedöns? Ne, das ist auch noch Ich für das mich auf erste Norden. Mal tatsächlich. Ich war ja in der Klinik und so lange gibt es das ja noch gar nicht. Nur noch vier, drei Sprette. Aber Ist okay. also So. das, diese Events, die es bei Zipta gab, das haben sie jetzt bei Sorcery eingeführt, das hat Grokasch tatsächlich ausgestellt. Na gut, aber wollte er ja dann anmachen, ne? Kann man dann Ja, wahrscheinlich also morgen weil. mal machen oder so. Wenn man da zu zweit oder zu dritt hingeht, da kann man richtig gute Named-Kämpfer abgreifen. Ich habe gerade deine Rüstung schon gesehen, ja. Also, was hast du gesagt, 5 Stunden? Ich spiele jetzt 6 Stunden, ja. Da wäre ich Ja, gerade mal auf du. der anderen Flussseite da am Eingang und hätte Steinfundamente. Wie hast denn du das gemacht? Ihr ja, seid ja mein sogar Gott. schon im Norden, Ja. so wie das aussah. Ja. Und hast du ja auf dem Weg noch einen Tiger mitgenommen, Nee, falls. den Tiger habe ich von Grokasch bekommen. Ah, okay. Grokasch ist ja schon Endgame hier. Ja, der ist ja schon ein Level. No, der hat Bulli, also das ist ja, normalerweise mag Bulli ja sowas gar nicht, ne? Wenn einer vor ihm Endgame ist. Ja, aber wenn der Grokasch schon zwei, drei Tage vorher gespielt hat, was soll Ja. denn, ne? Ja, das ist ja auch Grokasch Server, ne? Also das ist ein PC, der bei ihm im Flur steht. Den hat er umgebaut zum Server, ne? Also den hat er nicht gemietet. Der läuft, den kann er quasi endlos laufen lassen. Ja, gibt es nicht die sogenannte Zwangstrennung? Ich meine mit endlos laufen lassen, von wegen, dass das kein Bezahlserver von G-Portal oder sowas ist, ne? Ja, Also. und ich meine, dass es gar keine Zwangstrennung mehr gibt. Gegen die kann man sogar gerichtlich vorgehen. Okay. Du Weil du meinst nach jetzt das dem von wegen. Telekommunikationsgesetz hast, unbeschränkten Zugang hast auf Internet und Telefon. Ja, aber ich meine, es ist ja auch nur richtig, ne? Ich sag mal, du bezahlst ja einen Server komplett. Du möchtest ja die komplette Leistung. Da steht ja nicht drin, von wegen, jetzt machen wir erstmal eine Zwangspause und du bezahlst ja trotzdem, ne? Ja, aber die Zwangstrennung war ja, Chrissy, WB, die Zwangstrennung war ja genau das Ding, um zu verhindern, dass die Leute Server betreiben von zu Hause. Naja. Damals ging es um Raubkopien und so. Na, dass du da nicht irgendwie so ein Napster-Netzwerk hast oder wie das da damals hieß, keine Ahnung. Bist du am Ström, Tim? Ich habe gerade angefangen, ja. Achso, ja, dann mache ich gleich nochmal einen Lurk an. Hallo, hallo, Stream von Tim. Lurk? Ja, ein Lurk. Ja, willst du jetzt bei mir lurken oder was? Ja, natürlich. Ich Why? meine, ja, warum nicht? Okay, mach wie du willst. Ja. Also, wenn Leute, die ich gut finde und mit denen ich öfter mal zusammenzocke am Stream sind, dann mache ich da einen Lurk an, auch wenn ich nicht zu Hause bin. Okay. Ich weiß nicht, wo das Spiel ist. Das weiß ich auch nicht. Hast du es weggeschmissen? Ich Hat er habe mich hier auf verfolgen jetzt? Spielen gedrückt. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Starten? Starten. Ach so, kann sein, weil hier Mods drauf sind, ne? Dass der jetzt erstmal die Mods runtergeladen hat, da ist das Spiel bei mir eben auch nochmal ausgegangen und dann ging Nee, es nochmal nee. an. Nee, der startet das Spiel gar nicht. Der geht einfach wieder aus. So, na, das weiß ich nicht. Warte mal, ich muss mich hier mal eben Ich, kurz hä? an Stein hängen. Die Reichsstraße, das hört sich auch ein bisschen falsch an, ne? Warte mal. Ich bin mal eben ganz kurz Pipi machen. Sofort wieder da. Ja. Habe ich hier irgendwas verpasst? Ach so, das mit den Mods kommt dann noch, ne? Aber wenn ich hier aufs Spiel gehe, Ja.
Eigentlich soll. Der hat dieses Anti-Cheat-Ding, dieses Battle-Eye, ne? Ja. Ich musste nichts irgendwie anschalten oder so. Nee, ich bekomme hier diesen Funcom-Launcher und dann gehe ich auf Starten, richtig? Ja, genau. So, der startet aber nicht. Hier steht schon wieder Spielen. Okay. Was ist das denn? Ich habe hier auch gerade noch einen Download gehabt, irgendwie 5 MB. Ja, kann sein, dass der dann irgendwie aus dem Workshop von Mods, die du schon auf dem Rechner hast, irgendwie nochmal was runtergeladen hat. Ja, aber vielleicht muss Steam einmal schließen. Das ist ja verrückt, das habe ich auch noch nicht gehabt. Chrissy, du kennst den Launcher nicht, denn also zumindest seit ich hier spiele 644 Stunden, seitdem gibt's den. Steam mal zumachen, meinst du? Ja, vielleicht hilft das was. Ich war mir überlegen, ob ich nochmal spiele oder mir jetzt die ganzen Bond-Filme bei Amazon angucke. So, wieder da. Mhm. Das hört sich ja begeisternd an. wo bin ich denn? Da in der Hose. Guck mal, oh, müssen wir genau irgendwie da so lang, ne? Noch ein bisschen weiter da. Ne? Ich starte das Spiel nicht. Das ist ja komisch. Irgendein Update nicht gezogen oder so? Ich gab gerade ein 5 MB Update. 5 MB? Mhm. Vielleicht nochmal kurz Reparange. Warte. Steam neu gestartet. Lokale Dateien. Auf Fehler überprüfen. Und auch mit den Teleportern und durch den Grokasprung mal sagen, das klappt gar nicht, ey. Mit diesen Teleporterplatten oder was? Ja, ja. Wenn ich mich zu dem anderen hinporten möchte, dann lädt der zigtausendmal das Spiel, hört gar nicht auf. Ich muss mich. Ich dann komplett einmal ausloggen. Das ist Panne. Verbindung verloren zum Server, auch noch geil. Was denn jetzt, Alter? Schon wieder so einen komischen Startbildschirm gehabt. Ja, dann liegt das daran, weil ich mich jetzt gerade teleportiert habe. Ja, dann lass das mal. Ja. Die Dinger nehmen jetzt auch meine Kiste. Ja. Früher hatte ich die Mod mal drauf gehabt, da lief die
ohne Probleme. Ja, vielleicht irgendwie ein Update machen oder was. Ja. Gibt's ja manchmal, ne? Hast ja bei ARK auch oder allgemein bei Spielen mit Mods, dass die Mods dann ab und zu mal nicht mehr zu der aktuellen Spielversion passen. Ja. Aber der lädt dir doch über den Workshop dann eh nach, oder? Ja, aber wenn die Mod zum Beispiel nicht mehr vom Betreiber bedient wird und nicht mehr zum Spiel, also zu der Spielversion passt, so, zum Beispiel, ja. Ne? Klar. Dann kann das ja Probleme machen. Also es ist schon jetzt komisch, das dritte Mal, wenn er sich teleportiert, dass ich auf einmal ganz kurz diesen Startbildschirm von Conan habe. Ja, dürfte eigentlich nicht sein. Nee. Ja, aber das bei Icarus haben wir das jetzt zum Beispiel, wenn einer joint oder geht, dann bleibt ja genau. Auch alles stehen. Ja. Das ist eigentlich schade, weil das ist so ein schönes Spiel. Icarus. Also ich finde, es ist tatsächlich ein Multiplayer-Spiel. Du kannst es zwar auch alleine zocken, aber irgendwann bei den Missionen, ich habe da irgendwann alleine keinen Bock zu gehabt. Und das ist halt ein Performance-Fresser, ne? Ja. Aber da habe ich zum Beispiel... Ist halt ganz witzig. Ich habe eher so eine niedrigere FPS-Zahl. Ja. Aber dann Stengi oder andere mit ihren hochgezüchteten Dingern, die fangen dann an zu heulen, wenn der Wald brennt und plötzlich alles stehen bleibt. Oder einfach nur Artigo. Wenn irgendjemand eine Fackel anmacht, geht bei Artigo der Rechner down. Okay, das ist ja krass. Und bei mir passiert gar nichts. Na, ich hab auch keine Probleme, solange ich nicht hoste. Ich habe gerade geguckt, Task Manager sagt auch nicht, das geht einfach gar nicht an. Das ist ja merkwürdig. Na, ich mache ja gerade Spieldateien überprüfen. Also ich hab's halt zuletzt bei Dengi auf dem Server gespielt wahrscheinlich, ne? Ne, bei Harrow. Achso, aber... okay. Jetzt ist schon vorbei, weiß ich nicht, wie lange der Server, aber noch nicht so lang. Also das Sorcery-Update habe ich auf jeden Fall drauf. Ja, das ist ja auch nicht groß gewesen. Scheiße, hier ist ein Zweierzimmer, wenn ich hauen weg, verdammt. Oh, egal. Zwei Zimmermann, der will ihn gar nicht mitnehmen, der sägt ja. Dir nur krumme Bretter. Ja, und das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Ich bin erstmal froh, wenn ich überhaupt irgendwelche Guffels da habe. Ja gut, ich war ja auch noch nicht wirklich unterwegs jetzt. Ich habe ja eigentlich nur gebaut. Ja, ich habe auch nur gebaut. Ich habe mir zwei Typen geholt. Sonst war ich die ganze Zeit nur bei mir da in eine Baustelle. Und was hast du dir geholt? Berserker, ne? Und zwei Stück. Ja, sag ich doch. Ja, morgen jammerst du wieder rum, dass du fertig bist. Nee. Ich will da so eine Stadt bauen wie beim Joda auf dem Server, dann. Warte mal, wenn ich jetzt spaßeshalber sagen würde. Wo ist mein Bauhammer? Da. 7 Werkstätten, Gefährten, 40 Zwirn würde mir noch fehlen. 21 kann ich sofort herstellen, wenn ich jetzt hier nochmal den Sichelmeier mache. Könnte ich mir ein einfaches Rad der Schmerzen dahin stellen? Gucken wir mal, was hier so rumsteht. Ein Bogenschütze, der kriegt auf jeden Fall schon mal eine Fresse. Willi, hast du damals auch Miscreated mitgespielt? Nee. Also, was spielt er nicht? Doch, ich habe mir das Spiel geholt. Ich habe es gespielt, da kam das gerade raus. Da war aber absolut grottig. Du hast Miscreated gespielt? Ja, das habe ich gespielt, als das direkt rauskam. Okay.
Da konnte man nichts lagern. Da haben die Leute die ganzen Fahrzeuge in ihre Base eingebaut. Ja. Und da habe ich die Schnauze voll gehabt, da habe ich das Spiel direkt runtergeschmissen. Ging mir direkt schon auf den Sack. Ein Survival-Spiel mit Bauen, wo du nur begrenzte Kisten hast und noch nicht mal was reinlagern kannst, da habe ich schon die Schnauze voll gehabt. Jede Kackvieh, was mich da angegriffen hat, hat mich direkt totgehauen. Ah, eine fehlerhafte Datei wurde erneut angefordert, siehst du? Sowas kommt von sowas. Wieso habe ich keine Hose mehr an? Ach, die ist kaputt. Schon, warum sehe ich da auf einmal so ein, ne? Lümmel. Nee, nee, ich spiele Weibchen. Schlitztiefe, ja, ja, habe ich auch. Ich habe sie bei mir aber nur teilweise an. Bei mir siehst du nur die Hupen, wenn ich komplett nackt bin. Aber dafür habe ich auch richtig dicke Glocken, Alter. So, gehen wir mal hier hoch. Ja, gehen wir mal hier hoch. Eine Datei, fast ein Gigabyte. Okay. Die nochmal lädt. Deswegen bin ich überhaupt los. Ach ja, Schwefel. Da war ja was. Alter, stör mich doch nicht beim Holzhacken, Junge. Was ist denn mit dir? So, noch ein Versuch. Herr Taylor startet Conan Exiles. Wieder nicht. Mysteriös. Ja. Ich fand es seltsam. Da steht ein Rad der Schmerzen. Wer hat denn das eingestellt? Korrigiere, hier stehen zwei Räder der Schmerzen. Taskmanager taucht das nicht mal auf. PC mal neu starten? What? Müsste da beistehen, von wem das ist. Das hat der Schmerzen. Besitzer King of Kronen. Ja, das ist von Grokasch. Oh, ich könnte ihm jetzt die Sprites hier klauen, Alter. Die sind doch gleich fertig, die vier Stück. mache ich natürlich auch. Nee, mache ich nicht so. Warte mal, wo ist denn hier der Höhleneingang? Bisschen weiter Garage aus noch. Alter, wo bin ich denn jetzt? Warte mal, da. Battle Eye habt ihr ja aber drauf, ne? Was? Battle Eye. Keine Ahnung. Oh. Ich glaube, das ist dieses Anti-Cheat-System von. Hab ich jetzt gar nicht gesehen, ob da drauf ist oder nicht. Ich auch nicht. Aber ich kann mich ja mal kurz ausloggen und gucken. Hauptmenü, mal gucken. Wow, warte mal. Alter.
Geh weg, geh weg, geh weg. So, und nimm den Ring. Nee, ist kein Battle-Eye drauf. Kein Battle-Eye. Nee. Danke. Aber der weiß ja noch gar nicht, dass ich auf einen Server will, der gar kein Battle-Eye drauf hat. Ja, weil bei uns hat es ja auch funktioniert. Nee, wie gesagt, da müsste er erstmal überhaupt in eine Auswahl kommen. Ja. Ja, dann schaltet einfach wieder auf Spielen. Ja. Dann mache ich das so, ne? Starte ich den Rechner mal neu, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass es daran liegt. Ob ich jetzt bei Grokasch da was ins Rad reinpacken kann?